Leute, was geht und willkommen zurück zu Let's Play The Last of Us 2. Ja, Freunde. Ja, letzte Folge sind wir hier stehen geblieben. Yo. Ja, und jetzt noch ein Klicker von hinten, dann ist der fertig. Ja, ist klar. Ja, aber ey, ehrlich, wie soll ich? Ey, mein Leben ist war schon wieder am Arsch. Ey, komm, Mann. Das ist doch scheiße. Nee, ich schwöre. Ja, okay, das geht nicht. Nee, aber ehrlich, wie soll ich das hinkriegen? Gut. Wow, weg hier. Schau, hilf mir doch! Oh mein Gott, Alter, weg hier. Bin schon wieder fast tot. Ich bin schon wieder fast tot. Eieiei. Alter. Was ein Start. Die neue Folge. Eieiei. Was ist damit? What the fuck? 12 war, habe ich ein Skateboard gefunden. Und als ich aufsteigen wollte, ist es mir unter den Füßen weggeflutscht. Warte, wo kommt die Narbe her? Ich fiel auf mein Messer. Ah. Okay. Um.
Das war ich selbst. Wieso? Um einen Biss zu verdecken. Genau hier. Ein Infizierter fiel mich an, als ich 14 war. Und es kam raus, dass ich immun bin. Die Wunde heilte, aber mit Zahnabdrücken und Blasen und... Au! Blöde Kuh. Hey! Ich hab dir eine wahre Geschichte erzählt. Das war eine wahre Geschichte. Oh, soll ich dich mal beißen? Hast du das gehört? Jesse? Bleib einfach da, okay? Alles okay? Kannst du bitte warten? Was? Jetzt dreh dich um. Was soll der Wollt Scheiß? Ihr mich verarschen? Ihr solltet auf Patrouille sein. Draußen tobt ein Schneesturm. Ist das Gras? Warum bist du hier? Die Leute zählen auf euch. Kapiert ihr das? Ihr habt eine Aufgabe. Und warum bist du nicht beim verdammten Posten? Weil Tommy und Joel nicht aufgetaucht sind. Was meinst du? Wir haben eine ganze Stunde gewartet. Ich habe sie gesucht und dann das Licht gesehen. Vielleicht sind sie in die Stadt zurück. Ohne für Ersatz zu sorgen, niemals. Wie viel von ihrem Gebiet hast du abgesucht? Nicht viel. Wir teilen uns auf. Übernehmen verschiedene Seiten. Wir können in ein paar Stunden alles sichern. Alleine? Nein, wir wissen nicht, was da draußen ist. Eben. Was, wenn sie Hilfe brauchen? Okay, ich gehe nach Westen, Dina nach Süden und du kommst von Osten. Aber seid vorsichtig, ja? Ja. Nein, nicht aufteilen. Nein. Jawohl. Ganz gut. Danke. Ja. Hast du kurz Zeit für mich? Sollen wir die Sättel ablegen? Nein, nicht nötig. Wir wollen hier nur den Sturm aus. Habt ihr Bürsten, Handtücher oder sowas? Du hattest ein Riesenglück. Wenn du wüsstest. Habt gehört, ihr habt Strom hier. Wo zur Hölle warst du? Auf dem Dach sind Solarkollektoren. Und wer sind diese Leute? Wie lange seid ihr schon hier? Seit gestern. Gestern. Ja. Was macht ihr hier draußen? Wir sind auf der Durchreise. Wohnt ihr zwei hier in der Nähe? Oh ja, ein paar Häuser weiter unten. Ihr solltet mit uns kommen, eure Vorräte auffüllen. Das ist nett. Übrigens, ich bin Mel. Tommy, das ist mein Bruder. Joel. Scheint, ihr hättet schon von uns gehört. Das haben sie auch. Was? Alter, was? Alles klar? Er ist K.O. Drückt ihn an die Wand. Tommy! Ey, was geht jetzt hier ab? Was geht hier ab? Joe,
Miller. Wer bist du? Warte mal. Nun sag schon deine einstudierte Rede auf. Bring mir's hinter uns. Bindet sein Bein ab. Na los! Ich wusste, dass was faul bei der Alter. Ja, keine Bewegung. Verdammt! Ah. Weg da! Alter, was geht hier ab? Was ist bitte falsch? Joe! Tommy! Wie komme ich da runter? Okay, Schimmer. Ey. Komm schon. Bitte sei okay. Ey, was ist? Es geht ab, ey. Joe? Tommy? Gut, einmal. Okay, perfekt. Ey, ne. Das ist zu krass. Ey, okay, hier gehen wir gerade nicht drunter, ne? Ich hab's gewusst bei der Abby's irgendwas faul. Alles okay. Oh, da ist es. Joe? Tommy? Schreit. Ich kann hier wirklich nicht nachladen, ne? Dass ich sie mitnehmen kann. Ne. Scheiß. Hallo? Nehmen. Ey, das war jetzt abgegangen ist. Ah, nee, komm. Das ist Joel. Und der Toy. Ah, die sind dein Keller. Das ist Joel. Jolo. Alter. Was? Ich mache euch alle kalt! Was ist los? Lasst ihn frei! Wer ist das? Lasst ihn hat frei! Sich eingeschlichen. Warum schiebt niemand draußen Wache? Ihr dacht nicht, dass hier jemand aufkreuzt. Was habt ihr bitte erwartet? Wir müssen hier raus, bevor noch die ganze Stadt antanzt.
Das war's mit dir. Wir wollen dasselbe, stimmt's? Töte ihn. Jetzt. Nein. Nein. Joe, steh auf. Steh verdammt nochmal auf. Hört bitte auf. Bitte, nein, nein, nein. Joe, bitte steh auf. Nein! Was? Was? Ey, nee. Das kann nicht wahr sein, ne? Dass Joel jetzt wirklich tot ist. Oh mein Gott. Ellie? Ellie? Tut mir leid. Jesse? Sie sind hier unten! Scheiße, Mann. Ich mich setzen. Ja. Marie will sicherstellen, dass du isst. Sie kann uns nicht aufhalten. Bei den Leuten, die wir bräuchten, um das durchzuziehen, wäre Jackson lange wehrlos. Sie sollen also damit davonkommen? Das will niemand. Ja, aber genau das wird passieren. Und wenn wir wieder auf Jäger treffen? Ist das deine Sorge oder ihre? Die Sorge ist berechtigt. Wenn es um uns ginge, wäre Joel schon längst auf dem Weg nach Seattle. Wäre er nicht. Verdammt, auf jeden Fall wäre er das. Wir wissen doch noch nicht mal, ob sie aus Seattle sind. Washington Liberation Front. Genau das stand doch auf ihren Aufnähern. Und wenn die Jacken gestohlen waren? Das ist... Was, wenn sie längst nicht mehr dort sind? Was soll der Scheiß? Weißt du was? Ich gehe morgen los. Und wenn du mitkommen willst, gut. Du hast keine Ahnung, was dich dort erwartet. Du weißt nicht, wie groß die Gruppe ist. Wie stark? Ist mir egal. Du kannst mich nicht umstimmen.
Gib mir einen Tag. Ich rede mit Maria. Okay? Sie muss einfach ein paar Leute abstellen. Und wenn das nicht klappt? Tja, dann werde ich mir was überlegen. Ein Tag. Bitte. Gut. Ich möchte zu seinem Haus, bevor wir gehen. Um etwas von dort mitzunehmen. Okay. Alter. Das ist nicht wahr. Scheiße. Ich konnte nicht zu den Pferden. Anscheinend hat Tommy eins genommen. Jetzt hat Maria die Stelle abschließen lassen. Scheiß Tommy. Unterwegs wird dann schon noch was sein. Ein Auto oder ein Pferd oder so. Okay. Das macht den Weg nach Seattle schwieriger. Dann wird's eben schwieriger. Du kannst es dir noch überlegen, weißt du? Ich weiß. Ey, ich glaub das nicht. Du gehst, geh ich auch. Keine Diskussion. Ey, das. Den habe ich bei den Osttoren versteckt. Ich dachte, da schlüpfen wir raus. Boah, Alter, lass das hin sogar mich mit, ey. Nehmen. Fuck. Warum? Ey, mit dem habe ich jetzt voll nicht gerechnet. Ne? Gut, das heißt, wir nehmen Rache. Ne? Alter. Scheiße, Mann. Hey, Joel war so ein geiler Spielfigur, auch schon im ersten Teil. Hey. Was brauchst du? Ich hol's dir. Ich will's machen. Okay. Ich bin okay. Komm. Ich halte hier unten. Danke. Alter Schwede. Dino Nuchus. Das war ein guter Tag. Ey.
Ey, das ist zu krass, Gott. Ey, nee, Mann. Wir sehen uns kurz hier runter und dann gehen wir nach oben. Das ist... Alter, ich komm nicht klar. Was? Okay, ein Tagebucheintrag. Ja, lol, ne? Gut, gehen wir nach oben. Alter Schwede. Nee, das... Joe, not Tommy. Halt die Versprechen bei Sonnenuntergang. Ich hab sie erst gemeint, genau wie allen anderen. Ja, ich glaube, das nichts, ne? Das ist die Jacke von Joe. Ah. Ey, das ist schon krass. Alter Fuck, Mann. Ei, nee, Mann. Das. Ach du Scheiß, das Bild von Joel und Sarah. Ach du Scheiße. Das wird es auch. Ei. Die kaputte Uhr von Joel. Ah, die packt sogar ein. Okay. Der Revolver. Und den mit. Ja. Gut, er hat die kaputte. Okay, wir haben die kaputte Uhr jetzt bei uns, ne? Alles okay? Nur was? Oh, ach, was geht jetzt ab? Maria, ich bin unterwegs nach Seattle. Ich kann es nicht auf sich beruhen lassen. Diese Leute müssen bestraft werden. Ellie wird mir folgen wollen. Bitte halte sie auf. Nimm ihre Waffen. Schließ die Pferde ein. Oder schließ sie ein. Verschaff mir die Zeit, das zu beenden. Ich liebe dich, Tommy. Er wird da draußen sterben. Er hätte mich mitnehmen sollen. Du hättest Leute abstellen sollen, die Wichser jagen. Ich wünschte, ich könnte.
Willst du mich jetzt hier einsperren? Ich will, dass du hier bleibst. Das wird auf keinen Fall passieren. Ich will, dass du hier bleibst, aber ich weiß es besser. Du begleitest sie? Ja. Ich will dich also einfach wegschleichen. Hm. Ja. Zu Fuß? Ja. Die Stallleute werden euch rauslassen mit dem Pferd. Und nehmt Munition mit. Danke, Maria. Nur, tut mir einen Gefallen. Und bringt meinen idiotischen Mann halt zurück, bitte. Na klar. Na dann. Los mit euch. Bevor es dunkel wird. Seattle. Tag 1. All. Alter, die Grafik ist einfach. Alter, komm on. So geil. Joel kam nicht an seine Waffe ran. Was? Hattest du Angst? Tja, ich dachte gar nicht nach. Ich rannte hin, griff die Waffe und schoss dem Kerl in den Kopf. Wie alt warst du? 14. Leute, an... Ja, machen noch kurz ein bisschen weiter. Ich weiß schon wieder länger, aber... Wow. Was ist passiert? Ein Typ griff meine Mama an. Ich erstach. Was? Oh! Geworden. Ja, ich bin echt knallhart. Wie verirrt sind wir? Gar nicht. Mhm. Hey, hab mal Vertrauen. Was ist mit diesen irren Kannibalen, auf die Joel und du getroffen seid? Sie haben euch mal verfolgt. Vielleicht gehören diese WLFs ja zu denen. Nein. Das war nicht die gleiche Gruppe. Vielleicht diese Schwarzmarktschmuggler aus Boston. Lena, Joel hatte viele Feinde. Es ist doch sinnlos zu spekulieren. Okay. Zumindest, bis wir mehr Informationen haben. Okay, wo lang? Also, diese 1000 Wege. Ey, nee. Ja gut, du guck. Ja, wir kommen näher. Ha! Wir sollten gut aufpassen. Alles klar. Wo gehen wir jetzt durch? Moment, wo müssen wir jetzt durch? Wir gehen mal hin. Alter, sieht das wirklich bei The Walking Dead aus. So krank. Ja, Freunde, aber ich glaube an dieser Stelle darf man sagen, das war's von dieser Folge zu The Last of Us Part 2. Was für eine Folge, das ist krank. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, lasst mir ein Abo da. Sonst bis zum nächsten Mal.